Ja, ich spreche heute mit Ihnen über Marke und wie baut man eine erfolgreiche Marke auf. Ich denke, ich werde mal so die Grundzüge über das Markenmachen Ihnen ein bisschen vermitteln, weil Sie wissen ja das selbst wahrscheinlich alle, die irgendwo mit Kommunikation zu tun haben. Das ist wie beim Fußballspielen, da meint ja jeder, er ist Trainer und kann mitreden. Und dem ist eben doch nicht so, es ist nicht so einfach, eine starke und eine große Marke aufzubauen. Also nur ein Logo zu kreieren und irgendwo drauf zu kleben, das ist noch keine Marke. Und das ist mir noch wichtig, dass Sie da das Verständnis kriegen, dass das schon ein bisschen mehr dazugehört. In 20 Minuten kann man das sicher nicht erschöpfend Ihnen vermitteln, aber so die wichtigsten Grundfaktoren will ich Ihnen mal aufzeigen. Zuerst mal, wenn wir loslegen, über Marken zu reden, müssen wir ja mal klären, was ist eigentlich eine Marke? Habe ich Ihnen mal so ein Beispiel mitgebracht, um Ihnen so die Wirkungsmechanismen zu verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie suchen ein Technologieunternehmen. Ja, Sie sind auf der Suche nach irgendeinem Unternehmen, das Innovation anbietet. Und dann stehen Sie vor diesem Gebäude. Würden Sie jetzt da ein Hightech-Unternehmen drin vermuten? Jetzt kommen Sie mir nicht mit Garagen, Innovationswerkstätte. Natürlich nicht. Also das wirkt jetzt nicht besonders Hightech. Aber hier würden Sie schon vermuten, wenn Sie davor stehen. Ja, das ist auch das BMW-Forschungszentrum außerhalb von München. Was ich Ihnen damit verdeutlichen will, ist, dass Marken, Menschen übrigens auch, Marken werden so wahrgenommen, wie sie sich eben präsentieren. Also welches Bild sie vermitteln. Und damit ist nicht nur das physische Bild gemeint, also so wie wir Marken so wahrnehmen mit Logos, Bildern, Filmchen, die wir produzieren, sondern natürlich auch das übertragene Bild. Also was will mir die Marke versprechen? Was für ein Bild im Kopf platziert die Marke? Und das hat natürlich ein bisschen einen theoretischen Hintergrund, da gibt es viel Literatur darüber. Man redet da vom Identitätsprinzip und das ist noch eigentlich eine spannende Überlegung, die sehr einfach ist. Auf der einen Seite habe ich ein gewähltes Selbstbild, also ich, der Markenmacher, kann das definieren, das ist nicht irgendwie gegeben oder irgendwo festgeschrieben. Natürlich muss man auf irgendwelche historischen Dinge Rücksicht nehmen, auf Eigenschaften, die vorhanden sind, aber ich kann das definieren und ich versuche dann dieses Selbstbild meinen Kunden, Rezipienten und so der Öffentlichkeit zu vermitteln. Und je klarer ich dieses Bild vermittle und je eindeutiger ich dieses Bild vermittle, desto besser kommt das an. Das ist so eine Grundfunktion in der Kommunikation. Und dann entsteht da bei den Kunden vielleicht so ein Bild. Wir reden ja von Image auch, von einem Image einer Marke. Und wenn das relativ gut funktioniert, dann habe ich das erreicht, was ich will. Ich werde so wahrgenommen, wie ich möchte. Ja. Jetzt, wie macht man das? Und vor allem, was sind da die wichtigen Voraussetzungen dazu. Zuerst mal, es ist eben nicht, eine Marke ist nicht irgendeine bekannte Farbe oder vielleicht irgendein tolles Muster, das Sie kennen oder irgendeinen tollen Schriftzug oder irgendein tolles Logo. Das sind nur Symbole, das sind nur Kennzeichnungen dieser Marke. Und mit diesen Symbolen verknüpfen Sie vielleicht gute oder schlechte Assoziationen. Ich mache Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Ich wirf Ihnen hier vorne einen Namen hin. Einige von Ihnen kennen den vielleicht nicht. Das ist so der Mädchenname dieser Frau. Sagt Ihnen jetzt im Moment überhaupt nichts. Jetzt mache ich den Künstlernamen und dann beobachten Sie, was in Ihrem Kopf passiert. Jetzt haben Sie Bilder in Ihrem Kopf. Ja. Wer hat ein klares Bild im Kopf? Ja, Sie, was für ein Bild haben Sie? Beschreiben Sie das Bild kurz. Genau, das da. logisch, das ist das Bild, was ganz viele Leute im Kopf haben, weil das auch das meist kolportierteste Bild von Marilyn Monroe ist. Wir haben aber noch viel mehr. Wenn wir uns darüber unterhalten würden, würden Sie mir ganz viel erzählen können über Storys, Filme, Geschichten, Mythen, dass sie Affäre mit Kennedy hatte, von der Mafia umgebracht wurde oder was weiß ich. Das ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Sie mit diesem Namen und mit diesem Symbol Marilyn Monroe eine ganze Welt in Ihrem Kopf haben und verknüpft haben. Und das ist ein gutes Beispiel, wie Marken funktionieren. Und dass es nicht ein Logo ist, an sich zeige ich Ihnen im nächsten Beispiel. Wenn ich Sie fragen würde, gefällt Ihnen dieses Zeichen, würden Sie sagen, komisch, weiß nicht, komische Farbgebung, ist sehr, sehr strange, drei Buchstaben, wo ich nicht weiß, was sie bedeuten.
jetzt ändere ich rein formal, weil wir werden oft gefragt als Markenmacher, ist das ein gutes Logo? Und dann muss ich immer sagen, ja, ich weiß ja nicht, kann ich so nicht beurteilen, was steckt denn dahinter? Also jetzt rein formal ändere ich nur die Farben und die Buchstaben und dann finden alle Leute, das ist ein tolles Logo, ja, und finden das attraktiv. Manche hassen das natürlich auch, wenn sie immer geschnitten werden oder von rüpelhaften BMW-Fahrern abgedrängt werden. Aber warum finden Leute, das ist ein gutes Logo oder ein gutes Zeichen? Weil damit eben Assoziationen verknüpft sind. Geschichten, Mythen, Werten. Also Sie haben ganz klare Vorstellungen. Vielleicht waren Sie in der BMW-Welt mal in München oder gefällt Ihnen die neuen BMW i's oder was auch immer, was Sie da toll finden. Aber deswegen finden Sie so ein Zeichen toll. Also es ist eine ganze Welt von Erlebnissen, die Sie in Ihrem Kopf haben. Werte, Mythen, Geschichten. Ja. Und diese Erlebnisse haben Sie über die Zeit gelernt. Ja. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist auch übrigens eine Erkenntnis, Marken macht man nicht so schnell, auch wenn die Digitalisierung uns vieles beschleunigt. Aber es braucht eine gewisse Zeit, bis man so Bilder aufbaut. Es braucht auch natürlich Geld dazu. Aber was wichtig ist und was ich hier festhalten will, starke Marken haben eben ganz eindeutig erzeugte Vorstellungen, Bilder in den Köpfen unserer Konsumenten zum Beispiel. Und das haben wir in der Hand, wie wir diese Bilder steuern. Das gilt natürlich auch für Destinationsmarken oder für Tourismusmarken im weitesten Sinne. Ich kann hier das gleiche Beispiel machen. Jetzt haben Sie auch Bilder in Ihrem Kopf wieder, ganz klare Vorstellungen. Es gibt auch Leute, die waren noch nie in Venedig und können aber genau erklären, was man da kriegt und wie das da aussieht und so weiter. Venedig, finde ich, ist auch ein schönes Beispiel für eine Marke, die sich auch relativ abgekoppelt hat von der Stadt an sich. Wir haben ja hier Vorstellungen wie Kultur und Romantik, das man da bekommt. Wenn ich das so mit der Markentechnik vergleiche, kann ich eins zu eins anschauen. Es hat alles, was eine große Marke braucht. Es hat auch Symbole, die ganz viele Leute auf der Welt kennen. Markusplatz, Campanile, der Markuskirche. Es gibt natürlich auch viele Geschichten und Mythen ständig und die werden ständig fortgeschrieben. Wenn Sie Donna Leon kennen, alle, die Donna Leon lesen, kennen Venedig in- und auswendig. Dann hat es natürlich auch physische, tatsächliche Erlebnisse, wo die Leute darüber berichten und heutzutage natürlich posten, wenn sie dort waren, was sie erlebt haben. Es gibt auch Vorstellungen eben über die Stadt, ohne dass ich dort gewesen bin. Ich kann mich ja informieren, es gibt Berichte, ich kann mich digital, ich kann mich klassisch informieren über Reiseführer. Und das Schöne ist ja bei Venedig auch, das ist ja so eine international bekannte Marke, die wird auch kopiert natürlich. Ja, wie es viele große Marken eben auch passiert. Die wird in Las Vegas nachgebaut oder Sie kennen alle die vielen Orten auf der Welt gibt es irgendwo Klein Venedig. Ja, in Bamberg gibt es ein Klein Venedig. Sobald man irgendwo 3-4 Kanäle hat, redet man von Klein Venedig. Also da sehen Sie, auch Destinationen haben das Potenzial und die Kraft, starke Vorstellungen, starke Bilder zu erzeugen und eben eine Marke zu sein. Dann nochmal zusammenfassend, also Marken, das sind so Vorstellungen, die wir eben Bilder, die wir im Kopf haben und das sind auch Vorstellungen über einen Nutzen, den ich habe. Ja. Und wenn ich diesen Nutzen erfüllt bekomme, also wenn diese Kommunikation funktioniert und das tatsächliche Erlebnis dann auch erfüllt wird, dann erzeugt das einen positiven Nutzen und das bewegt mich zur Loyalität, zum Kauf etc., so ganz generell gesagt. Und woraus besteht nun dieser Nutzen? Da gibt es auch drei einfache Funktionen. Erstens mal natürlich geben Marken generell Orientierung. Das ist sehr wichtig. Wir sind jeden Tag circa mit 4000 Marken kommen wir im Laufe eines Tages in Berührung. Wir müssen uns orientieren. Wir können uns nicht informieren über alle einzelnen Angebote. Das heißt, eine Marke ist aus ökonomischer Sicht, aus sozialpsychologischer Sicht eine Reduktion der Transaktionskosten, wie man so schön sagt. Also verdichtete Information. Ja, ich rufe sofort irgendwelche Qualitäten, irgendwelche Versprechen, irgendwelche Nutzeneigenschaften mit so einer Marke ab. Und Sie wissen das selbst, wenn Sie mal im Ausland waren und gehen in den Supermarkt, haben irgendwas vergessen. Und dann finden Sie aber sofort, Sie haben Steo vergessen, Sie finden sofort Nivea, ja, Sie kennen die Marke und Sie greifen auch intuitiv zu. Das funktioniert natürlich auch bei Destinationsmarken, auch die geben Orientierung,
wo verbringe ich meine Ferien, wo verbringe ich mein Wochenende, was bietet mir Amsterdam, was bietet mir Hamburg als Metropolregion, wenn ich vielleicht investieren will, wenn ich eine andere Investitionsmöglichkeit suche, wo ich meine Firma ansiedle, wo verbringe ich meine Ferien etc. Also auch da liefern Marken natürlich eine klare Orientierungsleistung, eben gehe ich nach Graubünden oder nach Tirol oder wo auch immer. Die nächste Funktion ist natürlich, Marken schaffen Vertrauen. Und diese Vertrauensfunktion spielt dann auch eine Rolle, je komplizierter die Leistung ist, die dahinter steckt. Also wenn ich Sie als Normalbürger nicht mehr beurteilen kann, ich weiß halt nicht mehr im Fernseher, was der alles kann und was die, keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich habe auch nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe andere Dinge zu tun. Dann gehe ich halt in den Mediamarkt oder in den Elektronikfachmarkt und dann sehe ich da und dann sage ich, soll ich den, ach, ich nehme ein Samsung oder ein Sony oder wie auch immer. Ich vertraue der Marke und den technischen Qualitäten. Und das funktioniert natürlich auch im Tourismusbereich. Ich habe auch hier Qualitätslabels zum Beispiel oder Marken, die für Qualität stehen, die mir natürlich ein Qualitätsversprechen abgeben, ohne dass ich die Leistung beurteilen kann. Hier weiß ich, okay, ich kriege ein gewisses Qualitätsniveau, einen gewissen Standard, den ich da abrufen kann, wenn ein Hotel eben dieser Gruppe beigetreten ist oder die Kriterien erfüllt. Und die wichtigste Funktion bei Marken, und da wird es jetzt schon spannender, das sind die ersten zwei, das sind so Grundfunktionen. Die wichtigste Funktion ist, was Marken heutzutage machen, insbesondere im Konsumgüterbereich, sie stiften Identifikation. Ja? Also ich bin ein Fan von der Marke, ich finde Marken einfach geil. Da gibt es die tollen Begriffe von Love Brands und was weiß ich alles. Gestern gesagt, wichtig, sie stiften Identifikation. Ja. Sie geben mir etwas, wo ich mich identifizieren kann, wo ich mich zu ausdrücken kann, wo ich zeigen kann, wessen Geistes Kind ich bin, ja, wo ich eben in die Ferien hingehe, ist ein ganz entscheidender Ausdruck von meinem Lebensstil. Ja. Ob ich nach Sylt gehe oder in die Berge gehen, das sind völlig unterschiedliche Aussagen. Und das machen Marken, ja, sie liefern vom Produkt unabhängig einen übergeordneten Nutzen, einen Geltungsnutzen zum Beispiel, Prestige, Status, Gruppenzugehörigkeit, ganz wichtig, ja. Ich kann ja, je nachdem, was ich anhabe, wenn ich so anschaue, ne, die neuen Turnschuhmarken, die On und so weiter, das sind schon, ich gehöre zu dieser Gruppe, nein, die Klassiker tragen eher Adidas und so. Ich definiere ja genau, wo ich dazugehören will mit einer Marke. Und das funktioniert natürlich auch bei touristischen Marken. Ja? Ich kann sagen, hey, ich kann es mir leisten, dort Ferien zu machen. Kleben sich gern viele Leute hinten aufs Auto. So. Das sind mal die Funktionen. Also wenn Marken diese Funktion gut erfüllen, dann werden sie nachgefragt, dann bringen sie etwas den Konsumenten, ganz allgemein gesagt. Jetzt gehen wir mal mehr in den Destinationsbereich. Welche Herausforderungen, so bei Konsumgütermarken können wir das alles schön nachvollziehen, ist das so einfach auch mit Destinationsmarken zu machen? Also gelten hier die gleichen Regeln, wenn ich eine Hühnersuppe vermarkten muss oder irgendein Produkt, wie wenn ich jetzt eine ganze Destination vermarkten muss. Und da gelten schon ein paar Unterschiede und da sind schon ein paar andere Herausforderungen noch da. Wenn Sie sich mal so Marken anschauen, generell starke Marken, die haben eigentlich eine sehr klare Idee. Ja, viele Leute können das zuordnen, für was Hilti steht zum Beispiel. Bei Destinationen ist das schon viel schwieriger, weil Destinationen ja nicht so fokussiert sind auf eine bestimmte Leistung oder auf eine bestimmte Leistungsqualität. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Facetten in einer Destination, jetzt hier mal Zürich genommen. Es gibt touristische Nutzenangebote, es gibt Natur, es gibt wirtschaftliche Dinge, es gibt Infrastruktur. Ja? Das sind alles Qualitäten, die Sie ja kommunizieren müssen als Destination. Und das macht es einer Destination natürlich etwas schwieriger, das alles auf den Punkt zu bringen. Hier ein klares Bild zu erzeugen, das ist nicht so einfach. Dann, starke Marken geben ein sehr klares Versprechen ab. Sie kennen das von BMW, Freude am Fahren, das kennt heute auch fast jedes Kind. Also ein sehr, sehr singuläres Versprechen. Jetzt bei einer Destination ist das ein bisschen schwieriger. Ich habe ja nicht eine Zielgruppe, ich habe ja nicht eine singuläre Anspruchsgruppe, die vielleicht sich für mein Produkt oder meine Leistung, die dahinter stecken, hinter der Marke interessieren, sondern ich habe ganz verschiedene Versprechen, die ich abgeben muss. Ich muss was über Ökologie sagen, ich muss was über Freizeitmöglichkeiten sagen, ich muss was über die Infrastruktur, über die politische Stabilität aussagen, um als Destinationsmarke attraktiv zu sein.
Und der weitere Punkt ist, Marken, wenn ich die unter Kontrolle habe, als Markeninhaber, als Unternehmen, da kann ich die ja sehr, wenn ich es gut mache, sehr klar und sehr konsistent führen. Ich kann einen Auftritt machen, ich weiß, was ich kommunizieren will, ich habe klare Budgets, ich weiß, wo ich investieren will. Also ich kann die sehr konsistent führen und kann dadurch auch ein sehr konsistentes Erlebnis erzeugen. Das ist ja für die Markenwahrnehmung sehr wichtig, ein relativ konsistentes Erlebnis zu erzeugen. Jetzt bei Destinationen habe ich ganz unterschiedliche Erlebnisse. Also denken Sie jetzt nur mal hier, können Sie nur mal auf die Stadt Chur hier übertragen, was ich alles für unterschiedliche Erlebnisse hier mitbekomme. Ich habe hier jetzt mal wieder Zürich genommen. Zwei Veranstaltungen in Zürich, zwei kulturelle Veranstaltungen, völlig unterschiedliche Zielgruppen, völlig unterschiedliche Aussagen, völlig unterschiedliche Bilder, die von dieser Stadt erzeugt werden. Also auch das zu fassen, ist nicht ganz einfach in einer Marke. Das sind die Herausforderungen bei Destinationen. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt noch, Markenführung geht nicht einfach so, sondern es braucht relativ Zeit. Es braucht auch einiges an Geld, um eine starke Marke aufzubauen. Ja, da muss man jahrelang investieren und es braucht eine gewisse Durchsetzungskraft. Und das ist natürlich bei Tourismus-Destinationsmarken umso schwieriger, weil die ja nicht völlig unabhängig agieren. Es sind viele Akteure, die da mitwirken. Es sind politische Restriktionen dabei. Es sind Gelder, öffentliche Gelder, die da investiert werden zum Teil. Und es hat viele Interessengruppen, die da mitreden. Und deswegen ist das alles nicht so einfach, so ein klares Bild aufzubauen. Und trotzdem funktioniert es aber, weil wir haben viele erfolgreiche Beispiele, die das durchgesetzt haben. Da komme ich jetzt ja gleich dann darauf noch ein bisschen mehr zu sprechen. Es funktioniert, wenn man eben diese Qualitäten, eine Auslegeordnung schafft, die verdichtet und versucht, da eben ein klares Bild aufzubauen. Und wie man so etwas generell macht, das zeige ich Ihnen jetzt gerade. So die drei wichtigsten Prinzipien, die drei wichtigsten Voraussetzungen. Ich mache wieder zuerst ein Beispiel aus dem Konsumgüterbereich und werde dann auf Graubünden ein bisschen eingehen. Also erstens, wenn Sie eine starke Marke aufbauen müssen, müssen Sie eine klare Positionierung haben, wie wir im Fachjargon sagen. Also das heißt, ich muss definieren, für was steht denn meine Marke? Was will ich denn versprechen? Was für ein Bild will ich denn da draußen erzeugen? Was sollen denn die Leute nachher über meine Marke nachher im Kopf haben und sagen? Bei Nivea ist das ganz klar, die haben irgendwann angefangen, das auf die Pflege, natürlich von der Herkunft her, wir haben mit dieser Creme angefangen und dann hat man eben das auf die Pflege ausgedehnt und das hat man sehr, sehr konsequent über die Jahre hinweg versucht zu vermitteln. Das ist ja jetzt über 100 Jahre ist diese Marke jetzt alt. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Der nächste Punkt, also wenn ich es definiert habe, wenn ich auch einen Auftritt habe, wenn ich natürlich ein Logo habe, Kommunikation etc., dann ist die zweite Funktion sehr wichtig, nämlich ein konsistentes Erlebnis zu schaffen. Also was heißt Konsistenz? Konsistenz heißt, die Wahrnehmung dieser Marke zu einem bestimmten Zeitpunkt an verschiedenen Orten. Also Beispiel, ich buche Bikeferien. Das heißt, wie nehme ich die Marke wahr beim Buchungsprozess, bei der Ankunft, dann wenn ich irgendwelche Biketouren mache, wenn ich im Hotel bin, wenn ich mich abends vergnüge, wenn ich dann wieder abreise und was bekomme ich danach, wenn ich zu Hause bin, wird dann nochmal mit mir kommuniziert. Also diese Erlebnisse innerhalb eines gewissen Zeitraums, ja, an unterschiedlichen Berührungspunkten, wie nehme ich da die Marke wahr, ist sehr, sehr wichtig. Wenn Sie da relativ konsistent ein Bild erzeugen, erzeugen Sie eine starke Marke. Nivea macht das natürlich sehr gut. Das heißt, wie sind Produkte gestaltet, wie ist eine Produktarchitektur relativ homogen aufgebaut, damit eben alles mit diesem Versprechen, mit diesem klaren Bild verbunden ist. Auf der anderen Seite, wie verhalte ich mich, heutzutage sehr wichtig in Social Media, wie sprechen Sie mit Ihren Kunden, wie wird kommuniziert, wie wird in Dialog getreten, dann natürlich die Kanäle, welche Kanäle natürlich zuerst mal und wie bespiele ich die Kanäle, mit welcher Kommunikation, zahlt das alles auf mein Versprechen ein? Das ist immer das, was Sie sich fragen müssen, wenn Sie Marken machen, eigentlich diese vier Dimensionen, zahlt all das, was ich dort mache, eigentlich auf dieses Versprechen ein, alle Aktionen. Wenn Sie das mit Ja beantworten können, machen Sie schon sehr, sehr viel richtig. Und natürlich die Kommunikation selbst, wie ist die aufgebaut, was für Botschaften vermittle ich, wie attraktiv bin ich, wie wirksam ist meine Kommunikation. Das sind so die vier wichtigsten Dimensionen und das sollte relativ konsistent gehalten werden. Diese Konsistenz ist deswegen wichtig, weil diese Konsistenz Vertrauen erzeugt. Das ist in der Sozialpsychologie so, wenn Sie
ob das eine Person ist oder eine Marke, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn Sie eine relativ konsistente Wahrnehmung von dieser Marke haben, wirkt die sehr vertrauenserweckend. Das hat was mit der Gleichähnlichkeit von Wahrnehmung zu tun, aber das ist ein anderes Kapitel. Aber das sind sehr wichtige Voraussetzungen. Und der dritte Punkt, das zahlt auch auf Vertrauen ein, das ist die Kontinuität. Also das ist die Wahrnehmung über einen längeren Zeitraum hinweg. Und da haben wir mit Nivea auch ein super Beispiel. Also das seit über 100 Jahren eigentlich fast einen ähnlichen Auftritt. Die Marke hat sich natürlich immer wieder angepasst. Das heißt nicht, dass man sie dogmatisch gleich halten muss. Um Gottes Willen, eine Marke muss leben. Die muss natürlich veränderten Trends, verändernden Kommunikationsthemen muss sie aufgreifen, die muss sich anpassen, die muss sich von Zeit zu Zeit verändern. Aber sie muss im Kern, und das ist wichtig, in dem, was sie verspricht und in wichtigen Eigenschaften, muss sie gleich bleiben, über die Zeit hinweg. Auch das schafft Vertrauen bei Anwendern. Wir haben da auch noch ein Symbol von Nivea, ist ja das Nivea Girl. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Das wurde auch sehr früh eingeführt, das Nivea Girl 1911, dann haben wir es 1936 und hier 2016. Das ist sehr, also es wird Zeit zu Zeit immer wieder neues Nivea Girl definiert und das ist sozusagen der Markenbotschafter dieser Marke. Also auch ein wichtiger. Und das muss natürlich auch glaubwürdig und stimmig sein über die Zeit hinweg. Und dann erzeugt eine Marke ein relativ starkes Bild. Und wir haben ein schönes Beispiel im Tourismusbereich und das ist die Marke Graubünden. Wenn man die sich anschaut, wie die aufgebaut wurde, wie die gemanagt wurde, erfüllt sie genau diese Prinzipien. Ja? Sie wurde definiert, man hat eine Positionierung gemacht, man hat sie aufgebaut und man hat sie relativ jetzt über fast 15 Jahre hinweg relativ konsistent und kontinuierlich geführt. Man hat eine Positionierung definiert, die Naturmetropole, das ist eine weiterführende, am Anfang war es noch ein bisschen anders definiert, da war es natürlich stark auf den Tourismus fokussiert. Man hat das erweitert, weil man festgestellt hat, die Regionenmarke Graubünden ist ja eine Dachmarke, steht ja für viel mehr wie nur für Tourismus. Und das ist ja wichtig für die ganze Region als Regionmarke. Es steht ja auch für Wirtschaft und Kultur, Produkte, Transport, Bildung, Forschung. All das ist ja unter dieser Marke vereint und in all diesen Bereichen werden ja auch Angebote geschaffen mit dieser Marke. Deswegen ist diese Markendefinition, was man für ein Bild vermitteln kann, denke ich, richtig definiert. Die Naturmetropole ist ja mal so ein Widerspruch in sich. Was hat Natur und Metropole? Geht das überhaupt zusammen? Wenn man sich diesen Text liest, wird es einem aber erklärt, dass man eben aus den natürlichen Gegebenheiten, die diese Region und diese Marke sozusagen bietet, dass man die natürlich mit fortschrittlichen und mit urbanen Möglichkeiten kombiniert, um einen besseren Nutzen zu bieten, die dann eben bestimmte Angebote in dieser Region nachfragen. Das Bild an sich ist auch, muss ich sagen, sehr gut gewählt, weil es genau das ausdrückt. Natur und Modernität und Fortschritt, Weitsichtigkeit, Zukunftsorientiertheit. Wir machen das Beste draus. Man hat sich Werte definiert, wie man das bei Marken so macht. So eine Definition muss man ja auch, welche Werte will ich vermitteln? Sehr wichtig, dass man das vielleicht auch sehr, sehr klein hält. Man hat wahr, wohltuend und weitsichtig. Also wahr, das heißt, man bleibt authentisch in dem, was man hat, die Herkunft berücksichtigen. Natürlich wohltuend im Sinne von, in dieser Marke wurden sehr viele, ich habe sehr viele Erholungselemente, die Natur, all das, was ich eben bieten kann und die Weitsichtigkeit, das ist eben jetzt dieser Metropolcharakter, die Zukunftsorientiertheit, dass es nicht eine rückwärtsgerichtete Alpenromantik ist, sondern dass das ein fortschrittliches, modernes Denken über die Region und über diese Regionmarke ist. Man hat natürlich dann die ganzen Mechanismen benutzt, wie man Marken aufbaut. Man hat ein klares Logo, man hat einen klaren Auftritt geschaffen, wenn man mal eine Positionierung hat. Und das ist übrigens sehr wichtig. Wenn ich weiß natürlich, für was ich stehe und wenn ich es klar definiert habe, dann weiß ich auch, wie ich aussehe und was ich kommunizieren will. Deswegen ist die Positionierung im ersten Schritt so wichtig, dass man sich klar wird, was will ich denn eigentlich vermitteln? Ja? Wieso sollen Kunden mich attraktiv finden? Dann überträgt man das in einen Auftritt, dann überträgt man das in eine Markenstruktur. Auch das wurde bei Graubünden hervorragend aufgebaut.
als Dach die Regionmarke, dann für verschiedene Angebote, Leistungen und Partnerschaften wurde eine Markenstruktur ausdifferenziert, damit sich eben viele Akteure darin wiederfinden können. Entschuldigung. Und damit eben auch Angebote anbieten können. Hier sehen wir, Moos beim Reitkongress, sehen wir das auch, diese Partnergeschichte. Und wenn man das alles mal definiert hat in seinen Grundzügen, das ist relativ schnell gemacht, dann wird es spannend, dann geht es in die Kommunikation. Ja? Was steht jetzt im Vordergrund in der Kommunikation? Und da hat natürlich Graubünden auch einen sehr guten oder intelligenten Schachzug gemacht. Sie hat ein Symbol geschaffen, einen Markenbotschafter, natürlich nicht von ungefähr kommt, aber hat diesen konsequent über die Kommunikation aufgebaut. Der steht so im Vordergrund und ist natürlich bei vielen Leuten sehr bekannt. Also man hat diese Ikonen geschaffen, Chan und Chachin, als Markenbotschafter. Es ist nicht die Marke selbst, aber das sind die wichtigsten Botschafter dieser Marke, die eben Sympathie vermitteln. Und ich zeige Ihnen da mal ein bisschen einen Film, was so in den letzten Jahren da alles so gemacht wurde mit diesen zwei Knaben. Genau, also was da spannend ist, dass wenn man solche Ikone schafft und die natürlich gut kommunikativ vermarktet, dass die natürlich ein tolles Aushängeschild ist und das dann wahnsinnig zu einer Bekanntheit beitragen kann. Also egal, wo man hinkommt im deutschsprachigen Raum, Can und Chachin, habe ich immer das Gefühl, sind irgendwie bekannt, wenn man sagt, irgendwie Graubünden, naja, die Steinböcke und so weiter, dann wird das geht sofort in den Kopf. Und das ist natürlich wichtig, das erzeugt ein klares Bild, das erzeugt Sympathie und das trägt dazu bei, dass man natürlich dann andere Leistungen damit gut transportieren kann. Dass Kommunikation auch anders funktioniert, es muss nicht alles natürlich an Can und Chachin aufgehängt werden,
zeigt der nächste Film. Es geht darum, dass die Kommunikation natürlich auch ständig sich weiterentwickeln muss, neue Aspekte aufgreifen muss. Es darf ja nicht langweilig werden, eine Marke muss lebendig bleiben. Und das zeigt Ihnen mal dieser Film. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man eben heute auch Kommunikation denken muss. Man muss sie nicht nur technisch, digital und so weiter auf den neuesten Stand bringen, sondern man muss Sympathie erzeugen, Emotionen auslösen. Warum? Nicht jetzt um die einzelnen Leute, die da wirklich direkt erreicht wurden, sondern weil solche Geschichten heutzutage geteilt werden in digitalen Medien. Und das ist deswegen ein sehr gutes Beispiel. Wie gesagt, der Aufwand, das zu produzieren, war jetzt nicht besonders groß. Die Leute wurden eingeladen, man hat einen Film gemacht und dann ist das Ding explodiert in den sozialen Medien. Die Leute haben es geteilt und das trägt natürlich auch dazu bei. Ich glaube, die Beispiele, die wir gesehen haben, verdeutlichen genau die zwei Prinzipien. Konsistenz auf der einen Seite, wie eine Marke durchgängig erlebt wird, vom Logo bis zur Kommunikation, und Kontinuität, wenn man sich die Geschichte von John & Judson anschaut und wenn man noch viele andere Beispiele würde dazu führen, dass die Marke auch über die Zeit sehr kontinuierlich geführt wurde. Ich denke, das Wichtigste aber, und dann bin ich jetzt dann bald am Schluss, ich überziehe ein bisschen, last but not least, der wichtigste Erfolgsbaustein, glaube ich, der Marke Graubünden war aber das Commitment. Das kann ich Ihnen alle nur wärmstens ans Herz legen, wenn Sie Marken machen. Das ist der Tod von vielen Marken, wenn viele Leute, die daran beteiligt sind, alle was anderes wollen. Und das war ja auch der Beginn dieser Marke, dass man verschiedene Akteure in der Ferienregion Graubünden vereint hat, auf eine Marke sich zu einigen. Ob das jetzt Interessensvertreter waren, eigene Marken immer, die sich angeschlossen haben und die eben eine Schlagkraft erzeugt haben. Eine Schlagkraft, gerade als Destination, brauchen sie heute in unserer Kommunikationslandschaft. Es braucht einen gewissen Druck, den sie erzeugen müssen, um überhaupt gehört zu werden, um wahrgenommen zu werden. Und das können sie nicht mit Einzelaktionen machen. Ich glaube, das war eines der wichtigsten Erfolgsfaktoren überhaupt, dass man da viele Akteure geeint hat und die an einem Strang ziehen. Das ist natürlich wichtig. Die Erfolgszahlen sprechen für sich. Hier die drei Werte, das sind die Wahrnehmungen gegenüber anderen Regionen. Da überzeugt Graubünden absolut. Und das ist natürlich als Markenmacher ein schöner Erfolg, wenn man sagt, ja, das, was wir vermitteln wollten, die Werte war wohltun, weitsichtig, die werden auch, kommen auch draußen so an, die werden so assoziiert. Die ungestützte Bekanntheit ist überdurchschnittlich. Und der schöne Effekt ist, die Marke ist nicht nur
nice to have und jeder kennt sie, sondern sie wirkt auch ökonomisch. Das heißt, bestimmte Produktkategorien, die damit verbunden sind, fördert die Marke auch deren Abverkauf. Ich glaube, damit sind drei Prinzipien ganz klar, was eine Marke macht. Sie übersetzt eine Strategie, so als Zusammenfassung. Sie überzeugt, schafft Symbole und vermittelt dadurch klar die Idee. Sie weckt Begeisterung, wir haben es gerade gesehen, Sie alle waren ein bisschen emotionalisiert von dem Spot. Ja. Sie erzeugt vielleicht Stolz, das heißt, die Idee wird attraktiv umgesetzt, sodass ich sie entspannend finde, dass ich sie teile, dass ich sie weitererzähle. Und das andere, sie bündelt die Kräfte, sie vereint die Akteure, das heißt, ich kann die Marke besser durchsetzen. Das sind so die wichtigsten Faktoren und ich hoffe, das hat Ihnen jetzt ein bisschen einen Einblick gegeben, wie man so Marken aufbauen kann. Vielen Dank. Also, recht herzlichen Dank, Dr. Thomas Deigendesch. Als Belohnung winkt eine Alpenstadt-Torte. Da ist auch ein Steinbock drauf. Immer. Speziell hergestellt, auch mit Bündner Röteli. Die gibt es aber nur, wenn die Fragen korrekt beantwortet werden. Gut, ich gebe mir Mühe. Ich habe noch ein paar Fragen mit dabei. Und zwar, was mich wundern nimmt, ist Folgendes. Sehr eindrückliche Präsentation, wie Marken aufzubauen sind. Natürlich ein Showcase, ohne Zweifel. Meine Frage ist eine andere. Wir haben hier in nächster Nähe haben wir zwei Mountainbike-Parks. Mhm. Der eine ist vor etwa, sage jetzt mal, ziemlich genau 8 Jahren entstanden, so aus der Community, aus einem Verein heraus wurde der so quasi bottom-up entwickelt. Und der andere, der ist etwas jüngeren Datums, vielleicht 5, 6 Jahre. Der wurde so top-down, also dort sind jetzt große Events, da steht eine namhafte Bergbahn dahinter, auch eine Destination. In Bezug jetzt auf Markenentwicklung, wie wichtig ist die Rolle der Community, wie wichtig ist das, dieses Bottom-up? Also jetzt für die Community-Bildung generell oder bezüglich dieser zwei Parks? Bezüglich dieser zwei Parks. Was geschieht, wenn ich eine Marke top-down entwickle? Und welche Chancen bieten sich, wenn ich eine Marke vielleicht auch mit der Partizipation der Community mitentwickeln lasse? Ah, also ja, generell natürlich sind Marken heute keine abgeschlossenen Gebilde. Also die Zeiten sind vorbei. Beispiel Nivea, das ist natürlich schön. Über Jahrzehnte konnte man eine Marke streng aus dem Unternehmen herausführen. Das gilt natürlich auch jetzt für so eine Organisation. Die Zeiten sind schon vorbei. Marken leben heute, sie treten in Kommunikation. Sie werden von ihren Co-Usern oder Kunden natürlich mitgeprägt. Die haben Ansprüche. Da entstehen natürlich auch viele Bottom-up-Sachen. Die Frage ist nur, wie es dann nachher zusammenkommt. Das ist natürlich, also wenn es um einen Erfolg geht, wenn es um eine Stärkung geht, dann ist natürlich die Frage, wie so eine Bottom-up-Geschichte mit vielleicht einer übergeordneten Marke zusammen agiert. Das ist die spannende Frage. Und die zweite Frage, die ich noch habe, ist, wenn wir Angebote entwickeln aus Destination heraus, ist es sinnvoll, aus einem Angebot eine Marke zu entwickeln? Ja. Ist das überhaupt möglich? Also, das ist eine Grundsatzfrage, die gefällt mir natürlich sehr, weil alle meinen, auch in Unternehmen treffe ich das immer wieder vor, alles, wo ein Logo drauf ist, ist eine Marke. Also es sind Angebote. Nennen wir es doch einfach mal Angebote. Zum Beispiel von Graubünden. Graubünden ist die Marke. Ja. Und das andere sind markierte Angebote. Die haben halt auch ein Zeichen drauf. Aber das ist die Marke, die da im Vordergrund steht, ist Graubünden. Und das muss man schon mal wahrnehmen. Nicht alles, wo ein Logo drauf ist, kann eine Marke sein. Weil eine Marke braucht schon eine gewisse Power und ein klares Bild, das sie vermittelt. Das heißt natürlich nicht, dass man... Wenn man ein Event hat und so weiter, dass man das nicht branden soll, dass das nicht ein Logo haben soll. Aber ich würde dann noch nicht von Marken sprechen, sondern das sind markierte Leistungen. Und jetzt alles zu einer Einzelmarke, starken Einzelmarke aufbauen zu wollen, geht erstens gar nicht. Das kann ich Ihnen jetzt schon mit Brief und Siegel gehen, das wird nicht funktionieren. Wie ich es vorher zum Schluss gesagt habe, weil gerade im Destinationsbereich es eine starke Plattform braucht. Weil sie da Power haben müssen, um überhaupt gehört zu werden. Sie kriegen heute auch, wenn man ihnen alles Mögliche verspricht mit digitalen Medien, dass man da weniger Geld braucht und dass das schneller geht und so. Ja, ja, das alles würde ich auch immer erzählen, um was zu verkaufen. Es braucht eine gewisse Zeit, es braucht die Strukturen, es braucht eine Führung und es braucht auch
sorry, viel Geld, um so ein starkes Bild zu erzeugen.